und herzlich willkommen zu einem neuen Shein-Haul. Ich habe wieder ganz, ganz tolle Sachen bestellt und die wollte ich euch jetzt zeigen. Das sind alles, was aktuell im Sale ist. Shein hat gerade einen riesengroßen Herbst, Sale oder beziehungsweise Sommer Sale und da habe ich wirklich tolle Sachen ergattern können. Im Vorab, ihr bekommt auch dieses Mal einen richtig tollen Code und zwar bei einer Bestellung von 29 Euro kriegt ihr 15% und ab einer Bestellung von 69 Euro kriegt ihr satte 20%. Genau. Ich würde sagen, legen wir gleich los, dass das Video wieder nicht explodiert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Also, legen wir gleich mit dem ersten Teil. Und zwar, das ist eine Filetüre, so ein Anhänger als Kürbisform. Genau, ich mache das mal ganz kurz auf. Wo drauf steht Welcome, so sieht es aus. Also es ist so ein Türanhänger für die Eingangstüre und in so eine Kürbisform, also für die Herbstdekoration. Richtig, richtig cool finde ich das, also sehr, sehr schön. Ganz schlicht in weiß, die Schrift ist schwarz mit so einer richtig schönen Schreibschrift. Also ich finde die richtig toll. Ja, einmal dürfte das mit. Dann habe ich mir das hier ausgesucht. Und zwar ist es so eine Drehplatte hier, ja, für Servieren. Also so eine Platte zum Servieren. Und die dreht sich dann, also richtig cool, auch für Torte. Wenn man hier lauter kleine Snacks zubereitet und auf den Tisch legt. Und man kann es einfach dann drehen und dann das bestimmte, ja, Snack zu sich drehen. Ich finde das so cool. Das ist in einem richtigen. Der ist richtig robust. Ein hartes Holz, also kein billiges Holz. Und wie ihr sehen könnt, das lässt sich so wunderbar schön drehen. Man kann hier richtig tolle Snacks oder Platten zubereiten. Und ja, auf den Tisch einfach drehen. Oder für Soßen. Oder auch, was man das auch benutzen kann, ist für Gewürzbehälter in dem Gewürzschrank. Da kann man das so drehen. Aber ich will das zum Servieren benutzen. Genau. Einmal. So, dann habe ich mir dieses richtig coole Messgerät ausgesucht. Also Messbecher. Das ist so klein. Also 40 Milliliter. Ich habe mir extra die kleinste Größe ausgesucht, weil ich wollte die für meine Videos verwenden. Falls ich irgend bei einem Backvideo irgendeine Flüssigkeit habe, so eine geringe Menge an Flüssigkeit, und dann benutze ich immer meistens so einen Becher oder so oder einen Löffel, und da kann ich es richtig toll dann hier reinfügen und dann einfach reinschütten. Ich finde das so, so schön. Oder auch, weiß ich nicht, wenn man eine Schokosoße hat oder so oder eine Karamellsoße für den Kuchen oder für Pancakes oder ja. Ja, also 40 Milliliter. Ich werde mir definitiv vielleicht noch die mittlere Größe noch bestellen. Ja, sehr, sehr schön. Ist aus einem Glas. Also es ist jetzt hier kein irgendwie Plastik oder so. Es ist ein richtiges Glas. Und es hat einen richtig harten Griff aus Holz. Also richtig schön verarbeitet. Und hier hat es die Messskala von 10 Milliliter bis 40 Milliliter. Genau. Genau. Einmal das. Dann, was ich mich so drauf gefreut habe, ist diese richtig, richtig tolle Mokka-Tassen. Sehen die nicht schön aus? Ich finde die so schön. Ich habe die mir jetzt nur einmal bestellt, weil ich wollte erstmal schauen, wie die an Qualität ausschauen, wie die Farbe so ist. Und dann werde ich die mir definitiv noch in weitere bestellen. Also ich möchte halt so mindestens 6 Stück zu Hause haben, falls man Gäste bekommt für Mokka-Kaffen. Ich habe sie mir in Schwarz und Gold bestellt. Also der Unterteller ist komplett in Gold.
Also ob jetzt die untere Seite oder die obere Seite, die ist komplett in Gold. Dann die Tasse ist innen drinnen komplett vergoldet, also in Gold. Dann hat es hier unten auch so ein goldenes Detail und dann der komplette Oberkörper in Schwarz. Ich finde es so, so schön. Genauso wie der Griff, richtig tolle Kaffeetasse finde ich. Und ja, also das dürfte dann auch einmal mit. Ich werde sie mir definitiv noch bestimmt weiterhin kaufen. Die gab es auch in verschiedenen Farben, aber ich habe mich für die schwarze entschieden. Dann habe ich mir das hier ausgesucht. Ein richtig tolles Kürbistopf. Auch aus Keramik oder also aus Keramik. Und das hat halt hier wirklich diesen Kürbis-Optik. Genau, vor allem jetzt in dieser Herbstzeit für eine Kürbis-Gericht oder Kürbissuppe kann man die hier richtig schön servieren. Dann ist es ein richtig schöner Hingucker für euren Esstisch. Genau, und das hat wirklich so einen Kürbis-Optik. Hier oben richtig schön mit dem goldenen Detailstiel. Und die zwei süßen Griffe zum Greifen. Und genau, also richtig, richtig, richtig schön. Das gab es auch, glaube ich, noch in einer anderen Farbe. Ich glaube noch in Rot und in Weiß. Ich habe mich aber für dieses wunderschöne Kürbisfarbe entschieden. Also für das originale Kürbis dunkel orange braune Farbe entschieden. Dann geht es weiter. Ich habe mir diese schöne Teekanne ausgesucht. Ich liebe sowas. Ihr seht ja alles aus Glas und so. Und zwar ist das eine Teekanne oder eine Kaffeekanne oder eine Milchkännchen. Kann man das auch benutzen, denn es hat hier so einen Griff und hier so einen kleinen Mini-Deckel. Und dann hat es hier dieses, fürs Tee oder Kaffee oder sonst irgendwas, was man da reinmachen kann. Hier an den Seiten ist es geöffnet, damit das heiße Wasser reinkommen kann, so wie hier ein kleines Loch. Und genau, also falls man das nur benutzen möchte für heißes Wasser, für Milch oder sowas, dann kann man das auch einzeln verwenden. Denn ja, ich finde das auch so, sieht es richtig schön aus. Vor allem jetzt in dieser kühlen Jahreszeit, da trinkt man sehr gerne. Vor allem ich trinke dann super gerne mehr Tees. Und ja, da kann man das so richtig schön vorbereiten, zubereiten und dann ziehen lassen und ja, einschenken. Sehr, 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 sehr schöne Teekanne. Übrigens, das Material besteht auch aus diesem Klarglas. Genau. Dann habe ich mir einen Topf bestellt aus Klarglas. Und zwar, die Teile, die sind richtig toll verpackt, damit die ja nicht kaputt ankommen. Sieht dieser Topf so aus? Also ist halt aus Klarglas, was ich gesagt habe. Es hat hier so zwei kleine Griffe. Und dazu den passenden Deckel. So sieht dieses Topf aus. Man kann damit kochen. Man kann damit oder auch servieren. Das Gericht dann einfach hier hinlegen und dann servieren. Ich weiß halt nicht, wie ich das noch machen möchte, aber ich fand diesen Topf richtig toll für Nudeln. Also richtig schön in Klarglas und so einen Topf habe ich noch nicht. Und ja, die gab es auch sehr günstig. Also beim Shein. Ich finde so Haushaltsartikel bei Shein, die sind mega, mega schön und ihr kennt mich ja, ihr seht es ja von meinem ganzen Shein-Holz. Die sind richtig toll
und von Qualität her auch richtig, richtig gut. Und deswegen bestelle ich auch super, super gerne so Deko oder Haushaltsartikel von Shein. Dann habe ich mein letztes Teil. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Ich muss hier einmal kurz rausholen. Oh, das ist auch hier mit so einem Styropor. Und zwar sieht es so aus. Das ist so ein Serviettenhalter aus diesem Bubble-Optik, was momentan so total im Trend ist. Und das habe ich mir gedacht, möchte ich mir das hier gerne im Schlafzimmer lassen für meine Taschentücher. Genau, weil die liegen bei mir immer nur so in dieser Taschentücherbox, in dieser Papierbox und die fällt um oder die geht dann kaputt. Und das habe ich mir gedacht, sieht richtig gut und die ist echt groß. Also, das habe ich mir echt nicht so vorgestellt, aber die ist echt, echt groß und sehr, sehr hart. Also, das ist echt richtig gut vom Material. Also, es ist kein dünnes Porzellan, sondern ist echt toll. Und es ist auch ganz angekommen. Es hat weder irgendwelche Schäden erlitten. Genau. Es hat unten hier die Öffnung, damit man hier die Servietten reinfügen kann. Und ich finde, es ist ein totaler Hingucker, egal ob es jetzt für ein Wohnzimmer, für den Wohnbereich oder im Flurbereich oder wie wir jetzt bei mir, jetzt werde ich es hier im Schlafzimmerbereich auf meinem Nachtkästchen also hinstellen. Genau, auf das habe ich mich super, super gefreut. Ja, meine Lieben, ihr habt es gerade gesehen. Das sind die Teile, die ich mir ausgesucht habe von Shein. Die haben momentan, wie gesagt, richtig tollen Sale. Schaut unbedingt vorbei und egal welche Abteilung von Shein, mein Code gilt für alles. Egal ob ihr jetzt ob, Klamotten bestellt, Kleidung, Babysachen, Kindersachen oder so wie ich jetzt Deko, Haushaltssachen. Mein Code gilt für die komplette Bestellung. Ich werde euch alle Links, die ich jetzt euch gezeigt habe, wie immer unten in der Infobox verlinken, meinen aktuellen Code. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen lieben Kommentar, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!